tunesischen Damensalon wird nur Arabisch gesprochen. Ein Wagnis für Andrea, denn die Braut muss sich voll auf die Ansagen ihres Bräutigams verlassen. Ein kleiner Blindflug ins Ungewisse, denn zur Trauung sind es nur noch rund 2 Stunden. Wenn Andrea das Ergebnis nicht gefällt, muss sie so, wie sie ist, zum Standesamt fahren. Egal. Überflüssige Haare weg. Genügend Schminke drauf. Und, neue überflüssige Haare dran. Dann platzt auch noch der Bräutigam in den Salon. Bringt das nicht Unglück? Ach ja, er bringt den vergessenen Kopfschmuck. Ja, bester Mann auf der Welt. I need to go to do my hair too. Okay. I need that so. Gut. It's not far away. Okay, I'll wait for you here. Okay, good. Bye, bye. Okay, sorry. You will see me when I finish because we have to go home together. Okay. Sorry. Tschüss. Oh, wow. Hi. Oh, du bist ja geschminkt. Ja. Oh Gott. Schaut gut aus, gell? Ja, du schaust ein bisschen blass aus. Das ist in arabischen Ländern aber normal, das ja? Ist den Bildern nach zu urteilen, wird immer blass geschminkt. Okay. Müssen wir dann noch irgendwas machen, oder? Das Kleid anziehen und zum Standesamt düsen. Okay, aber davor, dazwischen sind wir fertig. Und Eamon? Was macht er? Ist jetzt zum Friseur gegangen. Okay, für sich. Mhm. Und du siehst ihn vorher nicht mehr? Oh ja, weil wir müssen ja gemeinsam heimfahren, ne? Ah ja. Er muss mich ja auch noch umziehen. Das ist mir gekommen. Ja, das macht nichts. Okay, aber im Kleid sieht er dich nicht? Nein, im Kleid sieht er mich dann, wenn wir gemeinsam zum Standesamt fahren. Okay. Ganz kann Freundin Sabrina also Braut und Bräutigam vor dem großen Moment nicht trennen. Eamon wird seine Andrea schon vor dem Jawort sehen, ob er von ihrem Anblick ähnlich angetan sein wird wie Andrea selbst. Oh, wow, okay. Make-up. Wow, cool. Oh Gott. Very good. Eamon scheint die richtigen Anweisungen gegeben zu haben. Wow. Schau dir das an. Schön, ich habe jetzt nicht gezahlt, das wird bitte kommen. Wahnsinn, oder? Wirklich. Ja, perfekt. Ja, Eamon hat alles richtig gemacht. Aber Moment mal, wo ist der Kopfschmuck? Der Bräutigam ist doch extra deswegen noch einmal nach Hause gefahren. Egal, die Frauen sind fertig. Was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt auf den Eamon warten. Der hat das Geld. Ah, der ja. Hat das Geld. Ach so, du hast gar kein Geld. Nein, ich habe jetzt gar kein Geld mit. Okay. Ja, das schauen wir mal raus, ob er in der Nähe ist und dann schauen wir mal. Eigentlich müsste Eamon schon wieder zurück sein, um Andrea und Sabrina abzuholen. Er wollte nur schnell zum Friseur. Männerhaarschnitt. Geht doch schnell. Hallo Liebling, how much time you need? Okay. 1.5 hours. We marry in 1 hour and 30 minutes. 1,5 Stunden? Auf die Frisur darf man gespannt sein. In Kirchdorf an der Krems freut sich Harry auf seinen Abflug nach Ghana. In dem westafrikanischen Land will er um die Hand seiner langjährigen Internetliebe Betty anhalten. Die 35-Jährige ist nicht seine erste Beziehung. Ich bin eigentlich offiziell Single seit 2014, also getrennt lebend. Ganz vorbei war es dann im November, Dezember 2015. Jeden Abend oder wann da Gäste gekommen sind, dann hast du 5 oder 10 Leute zum Bewirten gehabt. Und wer war der Hausl? Der Harry war der Hausl. Aber ich habe halt auch vieles hingenommen, muss ich auch sagen. Aber das tat ich jetzt in dieser Form nicht mehr. Also ich habe schon oft daran gedacht, dass es auch der Single immer ein großer Vorteil ist. Aber das war nicht ich. Und ich denke schon, dass ich eigentlich ein sehr liebevoller Mensch bin, der eigentlich gewisse Damen oder viele ansieht, aber die haben mich bis jetzt nicht angezogen. Also Beauty, das ist ganz was anderes. Das ist, da ist kein Gefühl da. Gefühle hat Harry eben nur für Beauty. Ja, das ist einfach ein irrsinnig liebevoller und intelligenter Mensch und versucht auch immer das Positivste für die Menschen zu bewegen. Und das hat mich eigentlich total fasziniert. Und eigentlich nicht geldgeil oder irgendwie, wie es viele andere europäische Damen haben,
Ich möchte es nicht alle in den Topf werfen. Es gibt sehr viele positive Erkenntnisse auch, die ich gesammelt habe. Aber ich glaube einfach, da haben sie zwei Verrückte gefunden, die einfach zusammenkommen. Harry gefällt aber nicht nur ihr Charakter. Die Beauty hat ein hübsches Aussehen, braune Augen, wunderschöne Lippen, braune Haare, sehr wohlgeformter Body und hat einfach eine Ausstrahlung, aus der du schon in die Augen schaust. Und das tut mir einfach gut und ist wie ein Rehlein. Ja. Wie ein Rehlein, ja. Lass mir halt in Rehbock ein Rehlein, weil was soll's. Es ist halt eine ehrliche Geschichte. Sie ein Rehlein, er ein Bock. Na, hoffentlich setzt sie ihm keine Hörner auf, denn Harry hat große Pläne mit seiner ehrlichen Geschichte. Ich will die Beauty heiraten aus einem ganz einfachen Grund, weil es um Absicherung für meine Person geht und um Absicherung für ihre Person. Weil warum soll man das nicht machen, wenn man eigentlich eh sowieso schon zusammenkehrt? Also für mich ist das eigentlich zwar die dritte Ehe, aber die letzte. Und die muss funktionieren. Das habe ich mir selber geschworen und wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Aber das wird es nicht geben. Also für mich ist das eigentlich Nägel mit Köpfen machen. Seine dritte soll also seine letzte Hochzeit werden. Der bis über beide Ohren verliebte Harry hat für seinen Plan einen Unterstützer. Seinen alten Freund Albert. Die beiden kennen sich seit 35 Jahren. Und wie so oft will Albert seinem Harry auch dieses Mal beistehen. Ha, hallo. Alles klar. Servus. Grüß dich. Freut mich, dass du Zeit hast. Wie geht's? Ja, war eh gut. Ich bin nervös über das, was wir heute zum Reden haben. Albert kennt die Geschichte von Harry und Beauty von Anfang an und hat für seinen Freund immer ein offenes Ohr. Wie läuft sonst so? Ja, kennst du meine Beauty-Geschichte? Albert freut sich zwar grundsätzlich für seinen alten Freund, ist aber noch etwas skeptisch. Vielleicht bandelt die 35-Jährige nicht nur aus Liebe mit dem 53-jährigen Österreicher an. Und wie schaut's so aus jetzt? Gut. Gut. Du weißt ja, dass ich ein bisschen Bedenken gehabt habe in Bezug auf. Naja, es ist ja nicht eine ganz alltägliche Geschichte, ne? Ja. Aber es trennt sich schon ein paar Jahre. Damals auch, wie das angefangen hat, haben wir eigentlich immer gedacht gehabt, dass das ist ein Fake. Weil da haben ein paar Leute oft so Organisationen hinter Kohle. Ist mir auch schon passiert. Hinter Kohle her und alles. Ja, ich weiß. Da fällt man schneller rein, als was man glaubt. Ich habe einen Reisepass, ich habe alles da, ich habe alles prüfen lassen. Ich habe sogar, was wirklich war, auf der Botschaft alles angerufen. Das habe ich alles checken lassen, ob der Reisepass überhaupt existiert und ob sie das ist. Das möchte ich schon wissen. Auch Albert hat Erfahrungen mit ausländischen Frauen und führt schon einige Jahre eine funktionierende Fernbeziehung mit einer Asiatin. Doch dies ist nicht seine erste exotische Liebe. Ich habe selber erlebt, ich war mit einer Philippinin verheiratet und es ist alles schief gegangen dann, nach ein paar Jahren. Es ist die Menschen, die was dann daherkommen, in unser praktisch gelobtes Land, nicht, die verändern sich. Der Charakter wird anders, weil unsere Lebensweise total anders ist und Kultur wie dort. Was du brauchst unten, für die immer da ist, wenn wir jetzt unten sind. Ja, das ist interessant. Oh, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe auch schon viel solche Erfahrungen gemacht, wie du ja geschildert hast. Aber das hat es mir noch nicht gegeben, im Gegenteil. Also nur eigentlich Unterstützungsanfragen, dass sie mich auch unterstützen will. Und hin und her, wie ich einmal ohne da gestanden bin, dann habe ich ein Geld gekriegt von unten auf. Und das hat mich eigentlich, also auch über Großmutter und so, und das hat mich eigentlich sehr positiv beflügelt. Muss ich sagen. Da bin ich froh, dass das so ist. Ja, du, und außerdem noch Risk noch fahren. In den drei gemeinsamen Jahren gab's für die Verliebten bis jetzt wenig Risk. Leider sogar noch weniger Fun. Warum hat mir die Beauty bis jetzt nicht besucht? Weil es Visumprobleme gegeben hat. Und weil sie leider Gottes einige Geschenke mitnehmen wollte an mich, wo sie leider vergessen hat, das zu verzollen. Und dann ist sie leider retourniert worden, wie ein Paket. Ist so. Sie wollte mich überraschen mit einer ja, sehr teuren Ausstattung. In Gold. Gold? Ach ja, die Goldmine ihres verstorbenen Vaters. Vermögen scheint die gelernte Krankenschwester also auch zu sein. Eine wahre Traumfrau. Die Beauty hat mich noch nie nach Geld gefragt. Das muss ich ganz ehrlich noch mal betonen. Nur sie hat von mir hin und wieder Unterstützungen oder kleine Geschenke gekriegt. Das heißt auch zu Weihnachten oder zu ihrem Geburtstag. Kleine Aufmerksamkeiten und hin und wieder helfe ich ihr
oder sie hilft mir auch finanziell, das muss man auch sagen. Und hin und wieder zahle ich einmal die Internetrechnung von 40, 50 Euro. Und das macht mich gerade nicht fett. Okay, also wie jetzt? Beauty möchte ihn mit Gold überhäufen, braucht aber ab und zu ein paar Euro für die Internetrechnung. Aber es geht ihr weniger darum, dass sie dann ja da auch sein kann oder nicht sein kann, weil der geht es in Ghana auch nicht schlecht. Also man darf jetzt nicht unterschätzen, dass dort so schlecht war, das werden wir auch feststellen. Aber natürlich, das ist für uns ein zentraler Ausgangspunkt, um sehr viele positive Dinge zu bewegen, auch in der Zukunft. Also wir versuchen jetzt, dass wir die Beauty jetzt über Skype erreichen, weil über den Messenger kommunizieren wir jetzt schon einige Minuten. Und jetzt versuchen wir, die Skype-Geschichte aufzubauen, dass wir es da eventuell auch im Chat haben. Weil ich habe sie ja immer bildlich vor mir und ich habe ja genug für ihr. Das brauche ich ja nicht über Skypen oder sonstiges. Außerdem ist ihr Internet in Ghana irrsinnig langsam. Und da haben wir oft Verbindungsprobleme. Darum haben wir eigentlich auf die andere Seite auf dem Messenger verlagert gehabt. Da, schau zum Beispiel. Liebling, ich habe dich die ganze Nacht sehr vermisst und hin und her und so geht es wieder hin und her. Was ja irrsinnig lustig ist und angenehm. Ich meine, außerdem hast du ein Büdel für ihr, schau. Da. Am Leppi hast du ein großes Büdel. Wir probieren es sonst noch mal. In einigen Minuten. Ah, das. Warte mal. Wenn das Internet zu langsam ist, dann. Ja, dann werden wir es nicht zusammenbringen. Das ist ein Chaos. Ja, ich wollte mit dir jetzt am Video chatten, mit uns zwei, drei. Dass wir eine Gaudi hätten. Ne? Und das glaubt nicht, scheinbar. Es ist zum Haare raufen. Harry möchte Alberts Bedenken gern endgültig aus dem Weg räumen, aber die Gaude mit dem Gruppenchat funktioniert nicht. Es ist zum Verzweifeln. Probier's einfach mit dir telefonieren einmal. Okay, da habe ich es dreimal erinnern. Auf was geht er? Auf das Blaue. Ja, das ist mal okay. B. So, und dann, wie geht er auf laut? Da, oder? Ja, haben wir Lautsprecher drauf. Was das erste Woche so ja, hab ich auch. Das ist wirklich lustig. Ja, also im Internet, das kann ich natürlich wieder nicht anheben. Ich sag dir, was ich gerade genau vorher. Weil sie im Internet ist, kann sie nicht abheben. Jetzt blockieren sich auch noch die einzelnen Leitungen. So, jetzt trifft es an. Hallo, Beauty. Hello, Beauty. It's not functioning. Yeah, hello, baby. I can do it on loud here, just a moment. Wie kann ich das on loud? Also beim Ding sitzt. Okay, just a moment. Are you here? Harry ist zunächst erleichtert, endlich Beautys Stimme zu hören. Doch die Verbindung bricht ab. Alles scheint sich gegen ihn verschworen zu haben. Ah. Oje, oje. Das brauche ich mal Chick. Die Verbindung hängt sie ständig auf. Wie oft bekommt der Beauty eigentlich zu Gesicht? Da hängt's. Da ist Beauty. Ich sehe es jeden Tag. Das ist oft gar nicht so schlecht. Und da hängt es auch noch rum. Ich wollte da Galerie aufbauen, aber da ist es auch noch einmal. Das ist eine Beauty. Ja? Und da habe ich überhaupt kein Problem damit. Was soll ich da für einen Zweifel haben mittlerweile? Außerdem, ich kenne ihre Bankdaten, sie kennen meine Bankdaten. Also wir machen ja einiges gemeinsam. Und da gibt es außerdem Reisepass sowieso. Also was soll man da überhaupt zweifeln, wenn man sie seit 3 Jahren kennt? Also also da habe ich kein Problem mit der Technik. Weil selbst ich weiß das auch von der Türkei verfrieren und dort habe ich Probleme mit der Verbindung nicht. Tja, schreibt ihr schon wieder. Videochat haben wir verpasst. Wieso haben wir das verpasst? Das auch noch. Zeit für eine Beruhigungscheck. Im Berberdorf in Marokko sind Alexandra und Renate in heller Aufruhr. Wegen ihres Besuches soll eine Ziege geschlachtet werden und damit kommen die beiden nicht klar. Es tut uns leid. Ich will sie nicht beleidigen. Ja, ja. Wir wollen sie nicht beleidigen, aber wir können nicht zuschauen. Das geht nicht. Aber jetzt schlecht. Das, ja.
Aber das war eine Überraschung von meinem Onkel und wir bedanken uns auch, ja. Ich weiß nicht und vorher. Wir können das nicht aber sehen. Ja, das ist ja eine Kultur und das ist halt. Ja. Tut mir leid auch auf das. Nein, es tut uns leid. Ja, ja, ich weiß, ich auch. Das ist so. Ich bete sogar mit dir, wenn du willst. Die Vorstellung, dass wegen ihnen jetzt ein Tier sein Leben lassen muss, lässt die beiden Fleischesserinnen verzweifeln. Yusuf ist dann zu uns gekommen und hat gesagt, tut ihm leid. Und er schaut auch nicht zu. Und ich dachte mir, hä? Er ist ein Mann, er muss zuschauen. Er hat uns dann erklärt, dass er als Vierjähriger hat seinen Papa geschlachtet. Und er konnte da, glaube ich, ein oder zwei Wochen nicht schlafen, weil er immer wieder das Schlachten gesehen hat. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen. Also ich war ein paar Jahre auf einem Bauernhof als Pflegekind. Und dort ist auch geschlacht worden. Und das war eine Katastrophe. Das war das Schlimmste, was es gibt. Obwohl, ich liebe Blutwurst, ja. Die liebe ich über alles. Den kennt mit Kresteln, mit Kartoffeln und Zwiebeln. Wenn ich sie aus dem Supermarkt mitnehmen kann, nach Hause kochen. Aber so richtig frisch vom ja, kann ich gar nicht. Während der Besuch aus Europa drinnen Schutz sucht, geht es der Ziege vor dem Haus an den Kragen. Fertig? Ja, fertig. Finito? Finito. Nix. Kein Wau-Wau-Wau. Kein Wau-Wau-Wau. Also ich hab gedacht, dass das schreit oder so irgendwie so. Noch einmal. Dann. Ein armer roher Ziege. Eine ruhige Ziege. No. Brave Ziege. Ja, ja. Nach dem Tod der Ziege fällt die Anspannung. Die heutige Familienzusammenführung hat sich Alexandra grundsätzlich anders vorgestellt. Auf den Schock müssen die beiden Frauen erst mal eine rauchen. Das macht mir jetzt nichts. Das kann ich mir jetzt anschauen. Ihr müsst das ja nicht anschauen. Dreh dich um. Schau, wie ich genau das kenne. How are you? Fine. Das war Ziegenbock, oder? Das sind die Eier da oben. Die Hoden, ne? Oder sind das die Euter? A man or a woman? Man? Arad, Mann, ne? Mann. Nach dem Ziegendrama will Alexandra Yusefs Familie zeigen, dass auch sie ordentlich mit anpacken kann. Vielleicht kann sie sich ja nützlich machen und den Berberfrauen hilfreich unter die Arme greifen. Boah, das ist warm. Ja. Oh, gut. Lilia, du gehst das eine, was meinst du fertig, Lilia? Ah, oui. Yeah. Oui, oui. Schukran. Bravo. Hey. Ich war schon stolz und ich habe natürlich auch von Yusuf damit angegeben, um zu zeigen, ha, ich kann auch ein Brot backen. Also ist nicht so die dumme Europäerin, sondern dass sie schon sehen, dass wir sehr wohl die Kultur respektieren und genauso anpacken können wie die Frauen. Also so ist es nicht. Er schaut fast perfekt aus, ne? Alexandra war zurückhaltend am Anfang, aber mit der Zeit hat sie sich gut eingefügt und hat sich in der Familie gut integriert, weil sie mitgeholfen hat. Die Frauen sind also bereits in Yusefs Familie integriert und dürfen nun auch zuschauen, denn Fleischzubereitung ist Männersache. Danke, danke schön. Also es ist echt gut gewürzt, muss ich sagen. Super lecker. Shukran. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Ziege esse. Ja? Mhm. Noch nie. Das erste Mal, dein erstes Mal hast du eine Ziege gegessen? Mhm. Ja, erste Mal. Mhm. Okay, und für Renat auch? Erste Mal? Ja. Ziege, ja. Ziege? Erste Mal, ja. Da in Marrakesch esse ich alles zum ersten Mal. Yalla, anaba.
Um den Abend stimmungsvoll ausklingen zu lassen, lässt Yusefs Familie die Nachbarskinder aufgeigen. Alles für ihre Gäste aus Österreich. Dass Renate sich beim Tanzen wohlfühlt, hat sie bereits in Marrakesch bewiesen. Hier tanzt sogar Alexandra mit, vielleicht um Yusef zu gefallen. Nun heißt es Abschied nehmen. Welches Fazit ziehen die Damen nach dem heutigen Tag im Berberdorf? Also ein richtiger Berber? Glaube nicht, dass zu ihr passen würde. Sie ist mehr also rockig, locker. So ein richtiger Land, nur Landmann, glaube ich nicht, dass zu ihr passt. Also. In Béjar in Tunesien läuft Andrea die Zeit unerbittlich davon. Okay, halt, we marry in 1 hour and 30 minutes. Yes, at 3. Okay, but you need to pay the woman at the hairdresser. Ich habe einen wahnsinnigen Stress bekommen, als der immer nicht da war und mir gesagt hat, er braucht jetzt noch länger beim Friseur und ich jetzt nicht wusste, okay, wie kann ich jetzt weiter agieren, was soll ich jetzt machen, kann ich da jetzt gehen? Wie auch immer, musste jetzt mich ordnen total und natürlich war ich innerlich ziemlich angegrollt. You need to pay her, what can I do now? Wait. Or I tell her, I don't know, I give her the phone and you talk with her. If you can pay it later, okay? Er ist gerade erst dran. Der Friseur hat mir was gesagt von einer Stunde, dass er da ist. Naja. Eamon kommt gerade erst unter das Messer. Die Zeit rennt dem Brautpaar durch die Hennafinger. Die Anspannung dagegen wächst. Hallo? Okay. Okay. Okay, then we can go home now. I go home now and I put my dress on and I wait for you at home. Andrea versucht jede Minute zu optimieren, aber auch dieser Versuch schlägt fehl. Okay, good. I wait for your friend. Okay, and you pay later the woman in the hairdresser. Okay, good. Okay, bye bye. Was ist der Plan? Okay, also ein Freund kommt jetzt hier und bringt uns den Schlüssel vom Auto. Wir fahren mit dem Auto nach Hause. Anziehen. Wir ziehen uns an und er muss sich dann halt beeilen, dass wir dann um 3 am Standesamt sind. Okay. Okay? Passt. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye. Ich habe mir die Vorbereitung ganz knapp vor dem Termin etwas anders vorgestellt. Ich dachte, wir sind gemeinsam zu Hause. Jetzt ist es so, dass er beim Friseur ist und sich immer noch hübsch machen lässt und ich als Braut fertig bin. Komische Situation, aber ist jetzt halt nicht hinnehmbar. Oh. Hallo. Oh, hi. This is the cake. Thank you. 30 minutes and he will go home. Yes. Okay, good. Okay. Okay. Good. Oh, oh. Oh, pass auf meine Frisur. Warte. Die Frisur sollte Andreas kleinstes Problem sein, denn es sind wieder wertvolle Minuten verstrichen. Oh, wow. Das ist ja fein. Das ist okay. So schön. Das ist echt schön geworden. Während des Friseurbesuchs haben Eamons Familie und Freunde bereits den Innenhof für die Hochzeitsfeier geschmückt. Sehr cool. Das ist wirklich süß. Trotzdem zählt jetzt jede Minute. Eamon? Where are you? Nur noch eine halbe Stunde bis zur Hochzeit. Wann kann Eamon endlich da sein? Andrea übernimmt das Ruder. Right now. 2 minutes. You have 2 minutes and then you... Yes? I finish. Your bride is finished and you not. Stress too. Was? Ja, ist auch gestresst jetzt. Okay, was machen wir? Ja, wann ist er da? Ja, sagt er, ist im Taxi am Weg nach Hause. Okay. Also es sollte jetzt nicht mehr so lange dauern. Das heißt, wir warten jetzt. Wir warten jetzt. Ich bin jetzt richtig geladen. Ja, bin jetzt auch wirklich angenervt, was ich wirklich sehr schade finde, dass das wirklich passiert ist. Aber ja, ich kann es jetzt nicht ändern. Ich muss jetzt die Situation so nehmen, wie sie ist. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Schade, dass es trotzdem passiert ist. Manchmal wird man halt einfach enttäuscht. Where can Eamon change his clothes? I don't know here. Die Nerven von Andrea liegen blank.
Eamon war über 2 Stunden beim Friseur und ist noch immer nicht zu Hause, geschweige denn umgezogen. Und in wenigen Minuten soll die Trauung losgehen. Werden die beiden ihren Trauungstermin verpassen?